Hallo YouTube AdSense hier, willkommen zu einem neuen Opening auf diesem Kanal. Mario von der Julias ist immer noch bei mir und auf Vorbereitung auf Phantom Rage, das nächste Corset, was in 2 Wochen nach Europa kommt, dachten wir uns, ja, da liegen ja noch 2 Hidden Summoners im Regal. Warum nicht? Öffnen wir die mal. Lohnt sich, warum, Mario? Ja, warum? Weil Prankits ja den 1er Link-Monster bekommen. Ja. Und das Zuhause jetzt schon mittlerweile von 7 Euro auf 20 Euro gestiegen, ja, krass, ist. Ne? Und die auch wirklich kein Shortprint in dem Set ist. Und hat auch keinen Reprint bis jetzt, ne? Kein Reprint, einziger Print. Und 2 der 3 Prankits in Superware gehen mittlerweile auch schon 2 Euro. Hm. Und diverse andere Stables, die 2-3 Euro gehen, lohnt sich das schon, das Display aufzumachen. Hm. Du hast gesagt, wir ziehen ja mindestens 60 Euro pro Display raus. Ich bin mal gespannt, wir machen die auf. Hier dann englisches, 24 Packs sind drin. Und wir gucken mal. Das ist auch das erste Opening seit LED6, wo hier der Liquid Soul und der Magician Soul drin war auf diesem Channel. Mal schauen, ob das alles so passt und ihr uns auch gut versteht und uns auch seht. Ja, ja, wie im Laden macht das auf. So. Parallel mal 1. Ja, mach mal. Erstes Booster. Ich muss mal gucken hier mit Stativ. Ja, geht. Ich habe schon mal die irgendwas. Flammis. Okay, ich hab den hier dazu. Aber der ist, glaube ich, nichts wert. Nein, der nicht. Ich muss bloß bei die Flammis gucken. Ja. So, 2. Booster. Oh, ein Manju, der ist gut. Manju geht auch nach 3-4. Ja. Und ein Yoko. Ich ziehe ja nur den ganzen Schmutz von diesem Maya Kashi. Selbst der Yoko geht, glaube ich, weiß nicht, 1-2 Euro. Also es levert sich auf jeden Fall zusammen. Okay. Aber wo sind die Prankets? Hier ist noch ein Prankets, ah, das ist auch hier. Und dann noch ein Neftes. Immer mit der Ruhe. Ich bin gespannt. Ich denke, das ist ja das Minusgeschäft des Tages. Natürlich. Oh, ich habe Prankets. Pranks? Ein Thunder Train ist auch gut. Thunder Train geht ist auch, gut, ja. Und ein Auto ist gut. Ja, das siehst du. Und dann Prankit. Ja, die geht 4 Euro. 5 Euro geht die jetzt, glaube ich sogar. Ja, das war ein gutes Pack. Das war ein mega gutes Pack. Ich glaube, die Donnerstag kriegt man auch noch so für 1,50, 2 ja, Euro los. Genau. Jetzt haben wir die ganzen Superwares. Pandemonium, noch ein Phoenix. Tropsies? Ja, genau. Den Phoenix nochmal, den hatte ich noch gerade. Ja. Ich habe nur Fusionen, ja. Schmutz. Oh, Rivalität. Mega gut. Ja, was ist das danach? Das ist der Haichun, der kriegst du glaube auch eine 1,50, 2 Euro. Okay. Wenn ich gar mehr. Ich habe auch eine Rivalität. Und nochmal den. Nochmal Dodo, das cool. Sind schon 10 Euro. Na, Rivalität wird sicher auch noch 1 Euro geben. Da die Prep ist gut. Ja. Rivalität und. Ah, noch eine Prep. Oh! Da ist es erst. Zurück. Schönes Display. Du hast ein gutes Display. Das Display ist gut, jetzt sind wir schon bei 30 circa. Ja. Und es ist noch nicht halbzeit. Ja, Flammies, Gozen Match. Genau, Gozen Match gegen Euro, weil das ja gewisse Common Reprints hat. Ja, und die Rivalität geht noch 1-2 Euro. Ja. Ich glaube, war eine gute Idee, die dir gebracht hast, dass wir die mal aufmachen. Ja, sag doch. Muss ich noch vielleicht dran denken, dass ich die aus dem Bestand lösche. Fancy ist ein Ghost Match und nochmal. Nein, schon auch gut. Ducky geht auch noch 2 Euro. Mhm. Bei Michels zu Hause. Ja, eine Prep, ein Plant, ein, weiß ich nicht, und ein Schafu. Oh, da kommt das erste Kikoriki. Haben wir jetzt schon 3? Brauchen wir den zweimal? 2-mal safe. Rivalität. Ja, ich auch. Mayakashi wird schon. Alles 1-2 Euro kaufen. Ja. Das ist halt. Ja, das Set hat halt auch noch nicht wirklich Reprints bekommen, ne? Genau, deswegen. Ach, die Firekick-Sachen waren ja auch drin. Ja, die 2. Gold-Sako ist auch bestimmt ein Euro wert. Ja. Dann sind wir schon bei der Halbzeit, ne? Ja, ich auch. So, 2. Hälfte. Upsala. Ich glaube, Hiso ist eins, das jetzt nach unserer Inventur. Vielleicht müssen wir da doch mal gucken, was wir da im Regal haben. Ein Lanzis und ein Ducky. Thunder Dragon. Und da ist das zu Hause. Sehr schön, haben wir jetzt schon 2. Spirit Master auch eigentlich eine Zeit lang ganz cool gewesen. Ja, warte, lass ich mal kurz rausfiltern.
wir viel mehr aus zwei Displays zusammen haben. Hm. Ja, zwei Displays reicht wahrscheinlich, um einen kompletten Core zu haben, ne? Ja, das nimmst du das Gute. Wie gesagt, kein Schock drin. Sonderdrache. Und den Gashadur. Irgendwas. Neuen Manual. Ja, und Grandkids. Shuffle. Auch ein Manjo. Noch ein Manjo. Rivalität, schon Blazer zusammen. Troppies. Haichun. Ja, ich glaube, du hattest recht, das läppert sich dann mit der Zeit. Das läppert sich sehr, ja, sogar. Die Civil. Großen Match ist gut. Ja, Kashi. Ja, Phantom Ridge bekommt ja auch das Nefis. Bekommt auch eine Supportkarte. Deswegen, das ist halt auch alles hier drin. Troppies. Der UT. Ah, ziehen wir noch ein zweites Place. Einer muss, Mensch. Ja. Einer muss. Ah, ja. Ist das mein dritter oder vierter? Nee, das ist. Achso, Röhre ist das, das, ach, ja. Ach, das ist was anderes. Ja, da geht halt nicht so viel. Die sehen so ähnlich aus. Unten sind so schön. Unten schön Goldie. Rivalität sieht gut aus. Hopsies sind super. Und Miyoko. Fancy ist auch, ja? Oder? Ja, wie gesagt, zwei der drei gehen 2 Euro, die andere geht noch nichts. Hier noch ein Manchu, ich glaube, wir haben jetzt schon 6 Manchus. Ja, jeder Play. Oh, da ist jawohl, es. Jawohl, das ist der zweite Play. Das haben lohnt sich doch. Ein Display schon wieder drin. Und mit dem ganzen Kleinkram macht man bestimmt auch nochmal. Ich sag 6 Manchus, ja. 4 Euro. Ja. Ist halt schon über 20 Euro. Deswegen haben wir auch schon 2 Plays jetzt fast voll. Spaß und lass das mal nächste Woche. Ich habe nichts zu setzen. Und eine Ducky. Nächste Woche meine Leute sortieren und inserieren auf den zweiten Account, dann sehe ich mal einen kompletten Wert von den zweiten Displays. Oh, das warte, guck mal, hier habe ich mich vertan. Aber wir hatten auf jeden Fall 3 Stück. Ja, ja. Irgendwas. 3 Dodos und 3 Blaze. Aber ist ziemlich gut. Dann gibt es vielleicht im nächsten, übernächsten Video irgendwo noch einen. Da ist es. Recap zu unserem Opening, was es am Ende für einen Marktwert hat. Schon bei 75 fast. Aber das, ich denke mal doch, das hat sich gelohnt. Ja. Danke für den Tipp. Wenn machen. Ihr Hidden Summoners Displays habt, entweder teuer verkaufen oder aufmachen, lohnt sich. Wird man bestimmt dann auch los mit Phantom Ridge. Genau. Gut, dann danke. Hat Spaß gemacht. Lasst einen Daumen nach oben, besucht die Wii Oase. Genau. Da hat das vielleicht auch noch im Angebot so teilweise. Ja, ich habe noch ein paar Displays davon. Boah. Ja. Habe ich mir extra gesehen. Wolltest die waren billig im Angebot. Ich meine aufmache, ja, damit du. Ja, ich habe auch schon ein paar aufgemacht. Okay, Leute. Das geht auch wirklich weg. Danke fürs Zugucken. Lasst ein Abo oder Like da. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüssi.